Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily Nummer 37 für Freitag, den 20. Januar. Und für mich ja auch damit der Abschluss der Woche. In der nächsten Woche wird euch der Jan, betreuen, wird euch der Jan mit News versorgen. Ich habe zum Abschied der Woche nochmal 4 News heute. Einmal Uber, die haben sich nämlich auf eine Strafzahlung von 20 Millionen mit der FTC geeinigt. Dann stellt Microsoft Minecraft für Windows Phone ein. YouTube testet Messaging auf iOS und Android. LinkedIn veröffentlicht eine neue Oberfläche für alle Benutzer. Und zu guter Letzt noch in eigener Sache, wir haben unsere große Umfrage zur Halbzeit fertig. Aber fangen wir mit Uber an. Die haben sich nämlich jetzt mit der FTC, das ist die Federal Trade Commission, also die Handelsaufsicht in Amerika, auf eine Strafzahlung von 20 Millionen geeinigt, weil sie halt potenzielle Fahrer, die auf Uber aktiv werden wollten, mit falschen Informationen zur Bezahlung geködert haben in den Anzeigen. Da haben sie halt weitaus höhere Beträge angegeben, als die wirklich erreicht werden konnten oder zumindest vom Großteil erreicht werden konnten. Und dementsprechend ist dann die FTC eingeschnitten und die Klage wurde jetzt außergerichtlich, wie man immer so schön sagt, wurde sich geeinigt und 20 Millionen bedeutet das als Strafe. Microsoft, die stellen jetzt den Support und damit eigentlich auch die App nach meinem Verständnis für Minecraft für Windows Phone ein, also für Windows Phone 8.1. Es gibt wohl noch eine Version für Windows 10, also eine Universal Windows App, die dann entsprechend auf den Desktop und auch mobil laufen soll, aber die wohl mobil irgendwie nicht so gut ist oder jenseits von einsetzbar vielleicht sogar. Nichtsdestotrotz, mobil kann Minecraft weiter gespielt werden, und zwar auf Android und iOS, aber anscheinend nicht mehr auf dem hauseigenen Windows Phone System. Das ist schon irgendwie eine Überraschung und auch ein bisschen schräg und hat mich schon sehr verwundert. Also Windows Phone so langsam aber sicher ist da, glaube ich, auch das Ende in Sicht. Kein Ende in Sicht ist bei YouTube, denn die optimieren und arbeiten an ihrer Plattform, die ja eh schon groß und mächtig ist. Und die haben jetzt ein Messaging-Feature, also so eine Art Chat, integriert in den Apps für iOS und Android und testen das, und zwar in Kanada. Also man kann sich dann unter Freunden in einem Chat über ein Video unterhalten und man guckt es gemeinsam und kann Kommentare dazu abgeben und die sind dann eben nicht öffentlich. Getestet wird generell auch gerne in Kanada, weil der Markt relativ ähnlich dem US-Markt ist. Gleichzeitig ist er sehr überschaubar von der Anzahl. Und das nutzt jetzt Google mit YouTube und dieser neuen Messaging-Funktion aus. Und ich bin mal gespannt, wann die dann zu uns rüber schwappt. Die letzte News für heute ist LinkedIn. LinkedIn hat nämlich jetzt eine neue Benutzeroberfläche veröffentlicht. Die haben ein paar Benutzer auch schon seit ein paar Wochen scharf geschaltet. Ich hatte die nicht. Ich habe ja unter anderem auch LinkedIn-Trainings aufgenommen und musste dafür extra einen Umweg gehen. Und Bekannte von mir, die hatten das schon freigeschaltet. Das wurde so ein bisschen peu à peu ausgerollt. Und nun ist es live für alle Nutzer. Und also das war auch lange nötig, denn LinkedIn war wirklich sehr unübersichtlich und grottig und man hat immer lange gesucht. Man wusste, da ist irgendwo eine Funktion, wo ich hin will, und habe die nicht gefunden. Und auch der Stream war extremst unübersichtlich. Das haben die jetzt wirklich in den Griff gekriegt. Die haben eine richtig schöne Oberfläche, die orientiert sich auch stark in Richtung Facebook. Sieht wirklich schön aufgeräumt aus. Die neuen Features, die auch in den letzten Jahren, wollte ich sagen, aber gerade auch in den letzten Monaten hinzugekommen sind, wie LinkedIn Learning, die findet man nun weitaus einfacher über die Menüleiste. Und das Ganze wird auch noch mit Apps auch noch weitergetrieben. Die werden auch alle geupdatet, aber jetzt ist erstmal der Desktop dran gewesen. Der ist wirklich schnieke und ihr müsstet das, sofern ihr auf LinkedIn seid, auch mittlerweile freigeschaltet bekommen haben. Der Chat und beziehungsweise das Messaging unter LinkedIn ist auch optimiert worden und guckt es euch an, probiert es aus.
wenn ihr auf LinkedIn seid. Ich finde es wirklich eine sehr schöne und, ja, wie gesagt, schon lange überfällige Sache. Der letzte Punkt ist ein interner Punkt. Wir hatten es ja angekündigt. Der GeekTalk Daily ist ja erstmal ein Projekt für uns. Das haben wir auf 3 Monate angelegt. Wir wollen ja auch gucken, halt kommen wir damit klar? Können wir das in unseren Workflow einbauen? Ich bin bislang persönlich sehr zufrieden. Ich habe Spaß daran. Wir haben auch viele Zuhörer. Wir bekommen Feedback. Also ja, dann macht es auch wirklich Spaß. Also wir reden nicht nur einfach nur ja, in die Welt hinaus und wissen nicht, ob es ankommt. Es kommt anscheinend an. Aber wir wollen Details von euch wissen. Und deswegen haben wir eine Umfrage. Die könnt ihr unter daily.geektalk.ch/Umfrage ganz einfach erreichen. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes. Und ich wäre euch echt dankbar, wenn ihr da einfach mal ein paar Infos uns geben könnt. Also Antworten auf unsere Fragen, damit wir ja bald entscheiden können, wie wir weitermachen wollen. Und ja. Damit würde ich euch auch jetzt ja einen Freitag verabschieden und dann auch schon schönes Wochenende wünschen. Und wie schon am Anfang erwähnt, der Jan übernimmt ab Montag und ich höre von euch, aber ihr hört ja dann von mir wieder in ja 2 Wochen, nachdem Jan der Martin dran war. Habt also schönes Wochenende, tollen Freitag. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.